Starten. Jawohl. Das sieht schon mal gut aus. Jetzt warten wir noch auf die Übertragung. Jawohl, wir sind live. Dann sage ich auch noch mal ein herzliches Willkommen an unsere Zuschauer auf YouTube. Alles Weitere, was passiert, wird euch Gerd gleich erzählen. Von mir nur noch ein kleiner organisatorischer Hinweis. Ihr dürft sehr gerne eure Fragen in den YouTube-Chat schreiben. Am Ende des Vortrags werde ich die dann wiederum an Gerd weitergeben, sodass auch eure Fragen von YouTube natürlich Beachtung finden. Ihr dürft auch gerne einfach reinschreiben, wer ihr seid. Das interessiert uns natürlich besonders, weil die meisten von euch uns noch nicht bekannt sind. Also stellt euch gerne kurz vor im Chat, wer ihr seid, für welche Firma ihr arbeitet, wo ihr euch gerade in Deutschland oder auch sonst auf der Welt aufhaltet. Und dann würde ich sagen, lieber Gerd, darfst du starten. Ja, danke Julia. Dann teile ich mal meinen Bildschirm. Ja, herzlich willkommen auch von mir zu dem Vortrag Arbeitsvorbereitung im Holzbau. Wir haben heute einiges vor. Das ist die Agenda, 7 Kapitel, wobei die Kapitel alle sehr unterschiedliche Längen haben. Am Anfang sind sie kürzer und hinterher umfassen sie dann auch schon mal 20 Seiten. Ich möchte heute über Arbeitsvorbereitung, speziell im Holzbau, sprechen. Das ist auf der einen Seite, fußt das auf meinen 35 Jahren Berufserfahrung im Bereich Arbeitsvorbereitung, aber insbesondere ist das auch eine von mir Zusammenfassung der 4 Arbeitsvorbereitungsworkshops, die wir bei 81.5 Ende April gemacht haben. Da habe ich jetzt einiges zusammengefasst, einiges noch erweitert aus meiner Erfahrung. Darum geht es die nächsten 1,5 Stunden. So, die Arbeitsvorbereiter, die Arbeitsvorbereiterinnen sind eine unbekannte Berufsgruppe im Hintergrund, die auch vom Namen, von der Namensgebung her ja nicht eindeutig benannt sind. Arbeitsvorbereiter können auch Konstrukteure benannt sein. Werkstattplanung, jetzt wenn man nach dem geht, was die Musterbeordnung sagt, Holzbauplaner oder moderner dann BIM-Modellierer oder BIM-Koordinatoren im Holzbau. Sie sind aber nicht nur Arbeitsvorbereiter, sondern auch Bauleiter, Einkäufer, Kalkulatoren. Wir haben in den Workshops auch erfahren, dass auch Gabelstapler fahren müssen, wenn gerade kein anderer bereit ist, um irgendwas abzuladen. Arbeitsvorbereiter arbeiten in Holzbaubetrieben hauptsächlich, aber auch in Abbundzentren oder auch in Ingenieurbüros, wie es unseres ist. Und von der Ausbildung her ist es sehr breit gefächert. Schwerpunktmäßig sind es Zimmerer, Bauzeichner, Bauingenieure oder auch Techniker. Schon eine Zusammenfassung von Aussagen der Workshop-Teilnehmer von 81.5. Die meisten, und diese Aussage kam öfters, sind in die Arbeitsvorbereitung reingerutscht. Das heißt, man wird nicht als Arbeitsvorbereiter ausgebildet, sondern man ist vielleicht Zimmerer in einem Holzbaubetrieb und soll dann mal ausprobieren, ob Arbeitsvorbereitung etwas ist. Weil es kein Ausbildungsgang ist, ist es in den meisten Fällen auch so, dass es eine Ausbildung Learning by Doing ist, höchstens unterstützt von Kollegen oder Kolleginnen. Ziel in der Arbeitsvorbereitung war eigentlich recht einstimmig, dass man fehlerfrei arbeiten muss und schnell arbeiten muss. Eine Grundvoraussetzung dafür ist, dass man das Programm, mit dem der oder die arbeitet, ja 100% beherrschen, tut niemand die Ab- und oder Cap-Programme, aber gut beherrschen für den Bereich, den man nötig hat. Maschinenoptimiert, verschnittoptimiert, montagefähig, robust und einfach konstruieren können, als Zusammenfassung, was Arbeitsvorbereiter eigentlich so als Ziel ihrer Arbeit haben.
Und als letztes, Sie müssen eigentlich alles wissen. Und darum geht es bei den nächsten Folien, was dieses alles bedeutet. Der Stellenwert der Arbeitsvorbereitung, der ist unterschiedlich, je nachdem, aus welchem Blickwinkel man sich das ansieht. Zum einen im gesamten Planungs- und Bauprozess ist die Arbeitsvorbereitung die letzte und entscheidende Stelle, bevor es in die Fertigung oder bevor es auf die Baustelle geht. Das heißt, die Arbeitsvorbereiter entscheiden, so wird gebaut. Im Betrieb, das heißt im Holzbaubetrieb, ist es auch die letzte Stelle vor der Maschine, ist oft der Engpass im Betrieb. Arbeitsvorbereiter stehen meistens unter Stress, weil zum Teil das Holz schon auf der Maschine liegt, aber noch gar nicht alle Informationen da sind, aber man trotzdem schon etwas rausgeben soll. In der Holzbaubranche ist Arbeitsvorbereitung der Engpass, der aus meiner Sicht am sichtbarsten ist und noch mehr Engpass werden wird, weil Arbeitsvorbereitung kann nicht wie die Fertigung automatisiert werden, sondern dafür braucht man nach wie vor Menschen, die vor dem Computer sitzen und Arbeitsvorbereitung machen. Und in dem gesamten Bauprozess sind Arbeitsvorbereiter nicht bekannt. Also bei den Bauherren ist, die meisten Bauherren meinen, die Architekten würden doch die Planung machen. Und bei den Architekten habe ich auch schon öfters bei Projekten die Aussage bekommen, was plant ihr eigentlich noch die ganze Zeit darum? Wir haben doch schon alles geplant. Das war gerade bei großen Bauvorhaben oft eine Menge Aufklärungsarbeit, bis das von Architektenseite verstanden wurde, was Arbeitsvorbereitung alles noch ist und macht. Ein Thema bei den Workshops war, kann Arbeitsvorbereitung wirtschaftlich sein? Das Ergebnis, es kann wirtschaftlich sein, sonst gäbe es auch zum Beispiel keine externen Arbeitsvorbereitungsbüro wie unseres. Aber auch bei uns ist es nicht immer wirtschaftlich. Es hängt ganz klar von zwei Faktoren ab. Der eine Faktor ist die Holzbaukompetenz und die Bereitschaft der anderen Beteiligten, mit uns zusammenzuarbeiten, uns Informationen zu geben. Das ist der zweite Punkt. Arbeitsvorbereitung hängt von Informationen ab. Wenn Arbeitsvorbereitung nicht wirtschaftlich ist, was in vielen Fällen der Fall ist, dann auch wieder ein Ergebnis aus dem Workshop haben die meisten Holzbaubetriebe innerhalb der 81.5 AG einen anderen Weg gewählt. Sie haben nämlich gesagt, wir werden nicht nur Generalunternehmer, das, was ihr unten rechts in der zweiten Spalte von unten sehen könnt, das heißt Generalunternehmer für die Ausführung, dass sie schlüsselfertig anbieten und mit Subunternehmern die anderen Gewerke machen, sondern die meisten Holzbaubetriebe, die an den Workshops teilgenommen haben, sind sogar Totalunternehmer, indem sie auch noch als Generalplaner auftreten. Das heißt, auch da haben sie in dem Bereich Subunternehmer als Statiker, Subunternehmer als Architekten, die in den meisten Fällen nur den Bauantrag machen. Das heißt, das ist für viele Betriebe der Weg gewesen zu einer wirtschaftlichen, für den Betrieb wirtschaftlichen Lösung des ganzen Planungsprozesses und damit auch des Bauprozesses. Diese Lösung gilt auch vorrangig für Einfamilienhäuser, aber zunehmend auch für Mehrfamilienhäuser, in jedem Fall bis zu 10, 12 Familienhäusern. So, der nächste Punkt in dem ganzen Komplex ist das Thema Holzbaukompetenz. Es gab von der TU München ein Forschungsvorhaben Leanwood von 2014 bis 2017. Und in diesem Forschungsvorhaben ist überlegt worden, wie kann man den Prozess im Holzbau optimieren, den Planungsprozess im Holzbau optimieren. Und eins der Ergebnisse war, dass die Holzbaukompetenz frühzeitiger in den Gesamtplanungsprozess fließen sollte. Ich habe links ein Zitat von Manfred Stiegelmeier, einem der Autoren von Leanwood.
dass idealerweise ein Bauprojekt produktionsgerecht von einem Team aus Architekten, Ingenieuren und Holzbauplanern von Anfang an gemeinsam geplant werden muss. Dann gibt es nicht ständig diese Änderungen. Das hat natürlich aber auch Auswirkungen auf den kompletten Vergabeprozess, was aber jetzt nicht heute Thema ist, weil wir uns um die Arbeitsvorbereitung kümmern. Aber ich möchte tiefer auf das Thema Holzbaukompetenz eingehen, weil aus meiner Sicht gibt es nicht die eine Holzbaukompetenz, die bei allen Beteiligten notwendig ist, sondern es gibt drei verschiedene Holzbaukompetenzen. Alle, die am Planungs- und Bauprozess beteiligt sind, wirklich alle, das heißt auch die Behörden oder auch in jedem Fall die Bauherrschaft, sollten wissen, dass beim Holzbau die Planungsphase umfangreicher und länger ist, dass die Bauphase, wenn es gut läuft, was meistens der Fall ist, dann deutlich kürzer ist und insgesamt Planungs- und Bauphase kürzer ist, als wenn gemauert würde. Das, was die Bauherren immer oder auch die Fachplaner immer lernen müssen, dass es im Holzbau kein baubegleitendes Planen gibt, sondern dass es wichtig ist, dass das Planen frühzeitig abgeschlossen wird. Damit müssen natürlich auch Entscheidungen viel früher getroffen werden bei allen Beteiligten. Und das, was heute Thema ist, es gibt einen Planenden auf der Ausführungsseite. Es gibt einen planenden Holzbau, das Thema Arbeitsvorbereitung. Die zweite Holzbaukompetenz ist die um das Holzbauwissen erweiterte Kompetenz der Fachplaner. Das heißt, die Architekten sollten wissen, wenn sie Holzbau planen, dass es wirtschaftliche Lösungen gibt, indem man bestimmte Deckenspannweiten schon im Entwurf berücksichtigt. Die Tragwerksplaner sollten die verschiedenen Holzbaustoffe kennen, deren Vorteile, aber auch zum Beispiel einen Schwalmschwanz als Alternative rechnen können. Die Haustechnikplaner sollten in jedem Fall die luftdichte Ebene kennen, aber noch viel mehr. Und die Brandschutzplaner die Musterholzbaurichtige Richtlinie und welche Kompensationen bei Bauvorhaben möglich sind. Die dritte Holzbaukompetenz, die in der Leanwood-Studie auch nur am Rande benannt wurde, ist die meines Erachtens, die meistens vergessen wird, insbesondere in den Prozessen, die wir in Deutschland haben, durch die HWI und auch durch die Musterbauordnung. Das ist nämlich die Holzbaukompetenz, das Wissen und die Erfahrung, um Transport-, Montage-, Fertigungs- und Zuschnittsprozesse, aber auch um die Arbeitsvorbereitungsprozesse im Holzbau. Das heißt, dass es noch jemanden gibt, der eine komplette zusätzliche Planung macht. Ein erstes Fazit zum Thema Holzbaukompetenz. Wenn in einem Team Holzbaukompetenz fehlt, bei einem Beteiligten oder bei mehreren Beteiligten, muss das grundsätzlich durch den Arbeitsvorbereiter ausgeglichen werden. Und das ist das Komplizierte an unserem Beruf. Und das ist auch mit die Ursache davon, dass viele Holzbaubetriebe den Weg des Totalunternehmers gegangen sind, um die Holzbaukompetenz mit einem festen Team zu gewährleisten. Die Holzbaukompetenz bei den Arbeitsvorbereiterinnen ist, nochmal zusammengefasst, die Beherrschung des AV-Programms. Das ist sicherlich die erste wichtige Kompetenz. Aber auch, was in allen Workshops genannt wurde, Erfahrung auf der Baustelle oder das Wissen um die Bedürfnisse der Baustelle, gelehrt durch Kollegen oder durch ein Praktikum auf der Baustelle. Das heißt, es müssen nicht alle jetzt eine komplette Lehre oder eine Gesellenzeit oder auf der Baustelle als Zimmerer verbracht haben, aber dieses Baustellenwissen ist immens wichtig. Grundsätzlich ist Arbeitsvorbereitung etwas, was im Endeffekt Maschinen ansteuert, entweder die Maschinen im eigenen Betrieb oder auch, wie bei uns jetzt als externer Arbeitsvorbereiter, alle Maschinen unserer Partner.
Ein weiterer ganz wichtiger Punkt ist, dass es ein großes statisches und bausphysikalisches Wissen bedarf, um Arbeitsvorbereitung zu machen, je nachdem, wie komplex die Projekte sind und je nachdem, wie gut die Holzbaukompetenz der Fachplaner ist. Also auch da, wenn die nicht vorhanden ist, dann muss viel beraten werden und dann muss man dieses statische, also Tragwerksplanungs- und bauphysikalische Wissen haben. Und ich habe ja eben schon gesagt, Arbeitsvorbereiter müssen eigentlich alles wissen. Das sagt wieder diese letzte Zeile. Arbeitsvorbereiter müssen Kenntnisse über alle den Holzbau berührende Gewerke haben und damit eigentlich um das komplette Bauen. Weil wir eigentlich zumindest alles, was oberirdisch ist, alle Gewerke oder fast alle Gewerke berühren und uns auch um den Keller kümmern müssen und so weiter. Also von daher ist ein Arbeitsvorbereiter, wenn er oder sie das hauptberuflich macht, eigentlich einem früher dem Baumeister vergleichbar. So, jetzt kommen wir zu den Kapiteln, die etwas länger sind. Zunächst, Arbeitsvorbereitung bedarf vieler Informationen, vieler Beteiligter. Und das führt dazu, dass es viele Schnittstellen im Datenaustausch gibt. Ich habe hier mal 20 verschiedene Themen aufgelistet und mal Kreuzchen dahin gemacht, ob wir Informationen mehrheitlich 3D, 2D oder Papier bekommen oder mündlich sogar. Und man kann sehen, bei Papier gibt es noch die meisten Kreuzchen. Also die meisten Informationen oder sehr viele Informationen kommen noch über Papier oder 2D. Und das 3D setzt sich insgesamt noch nicht in der Arbeitsvorbereitung in den Schnittstellen zu den anderen Planern durch. Für mich ist Arbeitsvorbereitung eigentlich weitergehend als Werkstattplanung oder der Begriff Arbeitsvorbereitung, den es auch in anderen technischen Berufen gibt, sondern für mich ist es digitale Holzbauplanung. Und Holzbauplanung ist nicht nur, wie auf dem Bild jetzt zu sehen, das Holz zu planen, weil, wie eben schon benannt, gehört zur Holzbauplanung auch alle berührenden Gewerke mit zu planen, weil die entweder in den Elementen inbegriffen ist oder diese Elemente durchstoßen oder in den Plänen dargestellt werden müssen. Also von daher ist Arbeitsvorbereitung weitaus mehr, als dass wir uns nur um das Holz kümmern, sondern eigentlich machen wir als BIM-Koordinatoren bisher die komplette Planung des Hauses. So, das heißt, außerhalb von den Holzbaubetrieben als Totalunternehmer, die sich da ihren eigenen Weg gewählt haben, sind die Anforderungen an die Arbeitsvorbereitung fast grenzenlos, weil auch der Holzbau sehr stark boomt und jetzt zunehmend, zumindest angedacht ist, alles in Holz zu bauen. Ich werde jetzt auf 16 dieser Anforderungen, dieser Schnittstellen und Informationsanforderungen eingehen, beginnend mit der Architektur des Entwurfsverfassers. Da habe ich geschrieben, erste Anforderungen an die Entwurfsplanung. Es gibt weitaus mehr, aber das, was Arbeitsvorbereiter erwarten dürfen, sollten, heißt, dass wir eine 3D-Eingabe der Architektur bekommen. Also, dass es heutzutage immer noch Architekten gibt, die komplexe Bauvorhaben 2D planen, ist eigentlich nicht zeitgemäß, ist nicht zeitgemäß. Dann sollten in der Architektur sollten alle Komponenten Layern zugeordnet sein, damit alle anderen Fachplaner inklusive dem Arbeitsvorbereiter in der Zusammenarbeit viel besser klarkommen. Genauso soll es eine Geschosszuordnung geben aller Komponenten. Dann für Arbeitsvorbereitung extrem wichtig, dass rechte Winkel wirklich rechte Winkel sind, auch bis zur 5., 6., 7. Nachkommastelle. Auch, dass parallele Wände wirklich parallel zueinander sind, weil sonst haben wir spätestens
in der Maschinenansteuerung extreme Probleme. Und dass die Hüllkörpermaße von Wanddecke und Dach stimmen, wobei da gehe ich gleich noch näher drauf ein, weil das hat ganz viel mit dem Prozess zu tun. Eine Folie aus den Workshops habe ich auch nochmal in diesen Vortrag eingenommen, nämlich die Musterbeordnung sagt über den Entwurfsverfasser, dass die Entwurfsverfasser für die Vollständigkeit und Brauchbarkeit des Entwurfes zuständig sind und was mindestens genauso wichtig ist, dass die Entwurfsverfasser für das ordnungsgemäße Ineinandergreifen aller Fachplanungen verantwortlich sind. Das heißt, die Architekten, die Architektinnen sind verantwortlich dafür, dass alle Fachplanungen zusammengeführt werden und im Idealfall der Arbeitsvorbereiter dann einfach beginnen kann und im Idealfall auch keine Frage mehr hat. Aber das ist wirklich Utopie, ist mir in den 35 Jahren meiner Tätigkeit noch nicht vorgekommen. Da gehen wir aber gleich im Prozess noch weiter darauf ein. Was wir aber machen können als Arbeitsvorbereiter ist, dass wir das, was die Architekten laut Bauordnungen schulden, dass wir das auch entsprechend überprüfen. Wenn wir eine 3D-Datei bekommen, dann kann man mit einem Model-Checker zumindest mal eine Kollisionskontrolle machen. Man kann aber auch in einem Model-Checker, wie oben rechts in dem kleinen Bild, sich die Geschosse einzelnen darstellen. Das Gebäude sah eigentlich ganz schön aus. Und als ich mir dann die Geschosse mal einzeln dargestellt habe, habe ich gesehen, dass die Geschosszuordnung völlig wild war. Das heißt, da, wo die Lücken zu sehen sind, das gehörte alles zu dem ersten OG, ragte in das untere Geschoss ein. Und wir hatten hunderte von Kollisionen in der Architektur, die als Grundlage für die Arbeitsvorbereitung galt. Zusätzlich kann man mit einem Model Checker auch schon zum Teil mit den freien Versionen, also kostenlosen Versionen, verschiedene Bauregeln überprüfen. Das heißt, also meine Empfehlung auf jeden Fall für alle Arbeitsvorbereiter, sich damit mal zu beschäftigen und die weitere Empfehlung, den Architekten auch zu sagen, eure Eingabe sollte nochmal überarbeitet werden, damit wir die als Vorlage nehmen können. Was natürlich auch immer dazu führt, dass wir von vielen Fachplanern gar keine 3D-Dateien bekommen, weil wir uns da dann beschweren würden. Also da muss man natürlich auch entsprechend diplomatisch umgehen. Der zweite Punkt sind die Leistungsverzeichnisse. Jetzt als externer Arbeitsvorbereiter oder als ein Arbeitsvorbereiter bei einem zum Beispiel einem öffentlichen Verfahren, wo es ein Leistungsverzeichnis gibt. Da ist immer die Frage, was ist eigentlich verkauft? Was müssen wir als Arbeitsvorbereiter leisten für den Holzbau? Aber was damit eng zusammenhängt, wer plant eigentlich den Rest? Weil wenn ich mir angucke, was im Leistungsverzeichnis steht, was wir als Externe für den Holzbaubetrieb planen müssen, dann ist es oft so, dass ich dann frage, und wer plant den Stahlbau? Und da gibt es keinen. Oder wer plant die Durchbrüche? Von wem bekommen wir die Durchbrüche? Auch da ist niemand für zuständig. Also das hängt immer ganz eng mit dem Leistungsverzeichnis zusammen. Wenn es ein öffentliches Bauvorhaben gibt oder eigentlich bei jedem Bauvorhaben ist der Bauherr dafür verantwortlich, dass die komplette Planung vergeben ist und es eigentlich keine Lücken geben sollten. Einen Tipp noch, wenn Holzbaubetriebe etwas schlüsselfertig anbieten und dann die Bauherrschaft bestimmte Bereiche, Gewerke aus dem kompletten Angebot rausnehmen, zum Beispiel die Fenster, weil der Schwager vom Bauherrn in einer Fensterbaufirma arbeitet, dann muss es einen immensen Aufpreis geben, weil gerade die Koordination in der Arbeitsvorbereitung für die Fenster, damit die überhaupt dann in die entsprechenden Löcher passen, ist immens groß. Also bei uns ist die Erfahrung so, wir haben viel mehr Aufwand und der Preis für Quadratmeter Loch muss weitaus höher sein als für einen Quadratmeter geschlossene Wand, weil die Löcher mit Verschattung, mit allem drum und dran viel aufwendiger sind.
Der dritte Punkt, das ist eine Besonderheit im Holzbau, dass wir frühzeitig die Aufbauten festlegen müssen. Ich berate im Moment oder in diesem Jahr sehr viele Fachplaner bei Großprojekten, die in Holzbau gemacht werden sollen. Und Architekten und Ingenieure sind oft sehr verwundert, warum wir schon zu Beginn der Leistungsphase 2 Aufbauten festlegen müssen bis zu der letzten Schicht. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Einsicht bei allen eigentlich immer dann am Ende der Leistungsphase 2 so ist, dass das Sinn gemacht hat, weil wir dann mit allen Beteiligten, das heißt auch Brandschutz, Schallschutz, komplette Bauphysik, Architekten für die Fassade oder für die Innenansicht, mit der Brandschutzplanung, ob das eigentlich so genehmigungsfähig ist in der Gebäudeklasse 4 oder 5, dass wir alle in mehreren Schleifen, in mehreren Runden über alle Aufbauten sprechen und zum Schluss etwas aufgesetzt haben, mit dem wir dann in der Leistungsphase 3 vernünftig weiterarbeiten können und alle Grundrisse dann auch stimmen und nicht die Wand hinterher nochmal 5 Zentimeter dicker oder dünner werden muss. Das ist für die meisten, die neu in den Holzbau einsteigen, sehr, sehr verwunderlich, aber immens nötig. Der nächste Punkt, die Bauprodukte. Aus meiner Sicht muss sich das Vergabeverfahren oder überhaupt das ganze Verfahren des Planens dahingehend ändern, dass wir viel früher nicht mehr produktneutral planen, sondern viel früher festlegen, welche Produkte werden wir nämlich wirklich einsetzen, weil wenn wir das immer weiterschieben, dann bedarf es hinterher Änderungen und spätestens in der Arbeitsvorbereitung muss dann das komplette Bauvorhaben noch geändert werden, weil dann erst ziemlich zum Schluss bei vielen Bauvorhaben die Bemusterung erfolgt ist. Die sollte auf jeden Fall vor dem Beginn der Arbeitsvorbereitung abgeschlossen sein. Komme ich aber gleich nochmal in einen separaten Punkt drauf. Standardisierung tut Not im Holzbau. Also unser mitgrößtes Problem ist, dass der Holzbau so immens erfinderisch ist und die Versorgungsengpässe tun da noch ihren Teil dazu, dass wir die Dinge, für die wir uns entschieden haben, die Baumaterialien teilweise momentan nicht bekommen. Aber ich wünsche mir, dass viel mehr nach den Katalogen von Dataholz EU oder auch von der Lignum gearbeitet wird. Und ich wünsche mir, dass wir in Deutschland irgendwann mal den Stand erreichen, dass das, wie es in Österreich der Fall ist, dass wenn wir einen Dataholz-Aufbau komplett übernehmen, dass damit auch der sozusagen genehmigt ist. Ein ganz wichtiger Punkt im Holzbau ist, dass wir ein frühzeitiges digitales Aufmaß brauchen, dass dieses Aufmaß auch aus meiner Sicht, wenn es ein Holzbau ist, zum Beispiel wie in dem ganz linken Bild in einer Baulücke, dass das Aufmaß beim Arbeitsvorbereiter oder bei dem Holzbaubetrieb liegen sollte oder bei einem Büro, was den Holzbau kennt, weil das Aufmaß muss dem Arbeitsvorbereiter schmecken, der muss damit klarkommen. Vielleicht auch, was wir immer mehr vom Büro aus machen, dass es dem Architekten hilft, frühzeitig schon direkt richtig zu planen und nicht in so einer Baulücke erstmal von 30, 40 Zentimeter Differenzen auszugehen und wir müssen hinter alle Wände meistens verrücken und die einzelnen Räume kleiner machen. Das heißt, Arbeitsvorbereitung gehört immens zur Arbeitsvorbereitung dazu. Und das Aufmaß muss auch aus meiner Sicht mehrmals erfolgen. Es muss nicht nur oder es kann nicht nur am Anfang des Plans beginnen, sondern es macht auch Sinn, während des kompletten Bauablaufs mehrmals den Baufortschritt aufzumessen, zum Beispiel, wenn wir auch noch andere Gewerke wie Betontreppenhäuser haben oder zum Beispiel die Baugruppe auch mal zu messen. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, Aufmaße zu machen. Es gibt zwei, mit denen wir im Büro schon lange Erfahrung haben.
Einmal den Tachymeter, den wir schon seit 12, 13 Jahren im Büro einsetzen. Er ist sehr genau, 2 mm auf 50 Meter. Und man braucht unten das in der letzten Zeile sehr viel Erfahrung im Aufmaß, weil in der Mitte in dem Bild kann man das Ergebnis eines Aufmaß sehen. Es sind ganz viele Punkte oder Linien, die man im Aufmaß erstellt. Und man muss das dann hinterher in der Arbeitsvorbereitungssoftware entsprechend erstmal zu Hüllkörpern umwandeln. Anders ist das Aufmaß per Laserscan. Da hat man ein Ergebnis, wie zum Beispiel das rechte Bild. Wir hatten letzte Woche ein Aufmaß mit 600 Millionen Pixeln. Da ist dann der Nachteil, dass man hinterher in der Bearbeitung einen größeren Aufwand hat. Der Vorteil ist, auch wieder letzte Zeile, im Aufmaß braucht man recht wenig Erfahrung, weil links ist der Laserscanner zu sehen, der alles mehr oder weniger vollautomatisiert macht. Aber man braucht dann die entsprechende Erfahrung im Büro, um aus diesem Aufmaß wirklich eine bearbeitbare Datei zu entwickeln. Ein Nachteil bei dem 3D-Scanner ist, dass der 20 mm auf 50 Meter hat, das heißt also 10-mal schlechter ist, was in vielen Bereichen nichts ausmacht, aber jetzt im Holzbau, insbesondere über mehrere Geschosse, wenn wir eine vorgefertigte Fassade vor eine vorhandene Außenwand aufmessen, dann benutzen wir immer beide Geräte, weil der 3D-Scanner alleine über 4, 5, 6 Stockwerke einfach zu viel Differenz bringt, dass es dann entsprechend nicht passt. Der sechste Punkt, der aus meiner Sicht auch mit zum Holzbaubetrieb und damit auch zur Arbeitsvorbereitung gehört, ist, dass wir den Weg vom Betrieb zur Baustelle mit planen müssen, dass wir uns den angucken müssen und dass wir daraus auch entsprechende Schlussfolgerungen in der Arbeitsvorbereitung haben. Wie groß können die Elemente werden? Wie groß können die Raummodule werden? Können wir ganze Häuser bis dahin fahren? Oder gibt es noch eine Unterführung, wo wir nicht mehr drunter herkommen? Oder wir bleiben im Elbtunnel stecken und was ich sonst noch alles von unseren Kunden schon gehört habe. Ein ganz wichtiger Punkt, was die Holzbaukompetenz angeht, ist die Tragwerksplanung. Die Tragwerksplanung sollte holzbauoptimiert sein, was große Auswirkungen auf die Massen hat. Also das heißt, das Holz, was eingesetzt wird, große Auswirkungen auf die Anzahl der Verbindungsmittel hat und auch auf die Anschlüsse, ob die wirklich holzbaugerecht sind. Da haben wir auch in dem Bereich haben wir momentan durch die Preissteigerungen und durch die Verfügbarkeit natürlich neue Herausforderungen. Durch die Preissteigerungen müssen wir im Büro einiges nochmal umrechnen. Durch die Verfügbarkeit haben wir natürlich auch zu erwarten, dass wir in Zukunft mal wieder holzsparender das Holz einsetzen, weil es weniger verfügbar ist, aber auch im Preis immens gestiegen ist und sicherlich auf einem hohen Niveau bleiben wird. Hier sind ein paar Anforderungen an die Statik aufgelistet. Was für mich in jedem Fall zu einer holzbaugerechten Statik dazugehört, ist ein Aussteifungsnachweis, ein Schwingungsnachweis, ein Verankerungsplan, dass die Erdbebengefährdung, soweit es vom Gebiet her notwendig ist, auf jeden Fall entsprechend berechnet ist. Und dann zu den Verbindungsmitteln und zu der Beplankung genügend Aussagen getroffen werden, dass man in der Arbeitsvorbereitung damit arbeiten kann. Der weitere Punkt neben dem Holzbaustatiker ist, dass die Bauphysik ein ganz wichtiger Punkt ist, was die Holzbaukompetenz anbelangt. Wenn man einen schlechten Brandschutz oder sagen wir mal einen unerfahrenen im Holzbau unerfahrenen Brandschutzingenieur haben, kann das Bauvorhaben immens teurer werden. Und im Schallschutz ist es auch so, dass der Schallschutz schon eine Menge Erfahrung braucht. Auf die Arbeitsvorbereitung zurückzukommen. Die Arbeitsvorbereitung fügt diese ganzen widersprüchlichen Fachplanungen zusammen.
Das ist also meine Erfahrung, dass die selten die Koordination aller Fachplanungen erfolgt ist und wir dann in der Arbeitsvorbereitung feststellen, dass im Schallschutz das eine steht, im Brandschutz das andere steht, in dem Architektenplan wieder eine andere Dimension angedacht ist und wir dann 3, 4, 5 verschiedene Vorschläge haben, wie dick denn zum Beispiel, wie hoch die Sparren sein könnten, und wir dann anfangen, das Ganze mit allen Beteiligten zu klären. Was natürlich eigentlich nicht die Aufgabe der Arbeitsvorbereitung ist, aber was wir seit 30 Jahren machen. Der nächste Punkt, Fachplaner, das wird zunehmend wichtiger bei den größeren Projekten, dass wir auch einen Fachplaner für Haustechnik dabei haben. Momentan ist es noch so, dass bei vielen Projekten irgendwelche Skizzen, Schmierzettel oder sowas gegeben wird. Gerade in dem Bereich bekommen wir noch relativ wenig digitale Daten. Auch das war ein Ergebnis aus dem Workshop. Die meisten Beteiligten an den Workshops, und das waren so 45 Betriebe der 81.5 insgesamt, haben gesagt, dass sie kaum 3D-Daten, digitale Daten zu den ganzen Themen HLS und Elektro bekommen. Der Nachteil ist einmal, dass wir natürlich dann wieder allwissend sein müssen, dass wir uns auch mit diesen Gewerken auseinandersetzen müssen und dass wir zusätzlich diese ganzen Gewerke eingeben müssen, soweit sie den Holzbau tangieren, durchstoßen und wie auch immer. Und um dann wieder auf der richtigen Seite, auf der sicheren Seite zu sein, müssen wir dann jedes Mal aufwendige Freigabezeichnungen machen, um von dem entsprechenden ausführenden Betrieb in den meisten Fällen, weil es gibt ja dann keine Fachplaner, bestätigt zu bekommen, dass wir sie richtig verstanden haben und dass wir wirklich die Steckdosen an die Stellen setzen sollen und die Anzahl und so weiter. Also das ist immer ein immenser Aufwand, gerade die Erstellung der ganzen Freigabezeichnungen und dann wieder das Einarbeiten der entsprechenden Veränderungen oder Anmerkungen der entsprechenden Beteiligten. Es kann auch anders gehen, also ein Vorgriff auf BIM, zu dem Thema komme ich auch noch im Laufe des Vortrags. Bei diesen Modulen hatten wir einen Haustechnikplaner, der auch wirklich 3D komplett geplant hat und wir das dann zum Teil eingefügt haben, zum Teil aber auch die schon ins Modell eingefügt haben. Das heißt also, in Zukunft kann das einfacher werden, insbesondere bei den größeren Projekten, und da wird auch die Verantwortlichkeit deutlicher getrennt sein. Der 10. Punkt, der Prüfstatiker, das ist immer noch ein Riesenproblem in der ganzen digitalen Kette des Planen und Bauens. Auch wenn wir mittlerweile, was die Haustechnik angeht, zunehmend öfters mal passende Lüftungsplanungen bekommen, auch dreidimensionale Lüftungsplanungen bekommen, auch wie eben in dem letzten Bild gezeigt, die Haustechnik schon mal 3D bekommen. Die meisten Prüfstatiker weigern sich noch, überhaupt in diesen 3D-Prozess einzusteigen oder überhaupt in den digitalen Prozess einzusteigen, sondern die Holzbauer müssen immer noch seitenweise Fertigungspläne ausdrucken und mindestens 2-fach an den Prüfstatiker schicken. Wir müssen als Tragwerksplaner auch unsere Statik mindestens 2-fach ausdrucken und an den Prüfstatiker schicken. Und dann bekommen wir dann wieder zum Beispiel von unseren Kunden, wie in diesem Bild zu sehen, abfotografierte Anmerkungen, also die Grüneintragung des Prüfstatikers, die wir dann wieder versuchen zu entziffern und wieder in unsere Planung einzuarbeiten. Das geht auch einfacher. Die ersten Prüfstatiker sind zumindest bereit, sich auf 2D-Planung einzulassen und nicht mehr alles in Papierform haben zu wollen. Aber bis die Prüfer in Deutschland 3D planen, bin ich, glaube ich, nicht mehr in diesem Beruf tätig. Der 11. Punkt, eine wichtige Aufgabe der Arbeitsvorbereitung, dass zumindest zum Schluss geprüft wird, sind eigentlich die Wände für das, was wir da gerade an Anforderungen haben, zugelassen.
Ich habe es zusammen mit der Güterüberwachung da reingenommen, weil aus meiner Sicht die Güterüberwachung auch Sinn macht, weil wir dann zweimal im Jahr in den Holzbaubetrieben nochmal eine entsprechende Überwachung nicht nur von einzelnen Bauvorhaben, sondern auch von dem ganzen Prozess haben, aber auch von der Überwachungsstelle entsprechend in den meisten Fällen ganz gute Tipps bekommen. Wie machen es andere Betriebe? Was kann man da noch optimieren? Aber für mich ist das mit den Zulassungen ein wirklich leidiges Thema. Da haben es die anderen Bauweisen viel einfacher. Und im Holzbau haben wir halt ja, es wird eigentlich komplizierter. Es wird jetzt seit Jahren komplizierter. In dem Bereich kann ich eigentlich nicht sagen, dass es einfacher geworden ist. Dann originäre Arbeitsvorbereitungsaufgaben, wie schon gesagt, sind einmal, dass wir als Arbeitsvorbereiter von den Maschinen her denken. Das heißt, auch wenn ich dann als Berater bei Großprojekten dabei bin, denke ich die ganze Zeit, kann man das zuschneiden von den Dimensionen her. Auch in Beratung für die Holzbaubetriebe kann es schon mal Sinn machen, dass man einzelne Hölzer in einem anderen Betrieb auf der Hundegger fahren lässt, weil die halt eine 125er K2 haben und nicht eine kleinere. Das heißt also, der Zuschnitt ist etwas, was wir ja schon seit mittlerweile 30 Jahren machen. Nicht nur der Stäbe, sondern auch seit 15, 20 Jahren der Platten. Wo sich sehr viel tut, ist in der Art der Fertigung. Da haben die meisten oder viele Holzbaubetriebe in den letzten Jahren immens investiert. Es gibt immer mehr Multifunktionsbrücken, nicht nur von Weinmann. Es gibt immer mehr Technowood dabei. Und was ich in den nächsten 5 Jahren als deutliche Erweiterung sehe, ist, dass wir demnächst noch eine ganze Menge Roboter an den Fertigungsstraßen bekommen. Ich glaube, dadurch, dass der Holzbau so interessant geworden ist für Investoren, die Holzbaubetriebe übernehmen wollen, oder auch für Investoren, die Fertigungsproduktion aufstellen, wird es jetzt auch einen deutlichen Schub in Richtung Robotertechnik für den Holzbau geben. Wir können in der Arbeitsvorbereitung den kompletten Fertigungs- und Montageprozess digital unterstützen. Nur zwei Beispiele. Wir können zum Beispiel aus unserem AV-Programm CatWork, können wir QR-Codes ausgeben für die einzelnen Hölzer oder für die Wände, damit man mit einem Handy dann wieder einlesen kann, welche Wand muss an welcher Stelle, zum Beispiel im Grundriss sichtbar, wie rum montiert werden. Wir können aber auch mit RFIDs eingebaut in die Wände den Transport verfolgen bei großen Bauvorhaben, dass wir wissen, welche Wand ist gerade auf welchem LKW oder wo abgeladen, die wir als nächstes brauchen. Die Digitalisierung geht aber auch noch ein ganzes Stück weiter. Es gibt mittlerweile die Möglichkeit, nicht mehr in den 2D-Plan zu gucken, in der Fertigung in der Halle, sondern dass man bei dem Zusammenlegen der Hölzer eine AR-Brille, zum Beispiel hier in dem Fall die HoloLens von Microsoft, aufsetzt und dann in dieser Brille komplett sehen kann, welches Holz mit welcher Nummer an welche Stelle muss und wie es zusammengefügt wird. Das ist auch etwas, was nicht nur in der Fertigung den Holzbau in naher Zukunft verändern wird, sondern auch in der Montage. Eine Kernkompetenz der Arbeitsvorbereitung, die ich auch rein beim Arbeitsvorbereiter sehe oder beim Holzbaubetrieb und damit beim Arbeitsvorbereiter sehe, ist die Art der Elementierung. Ich habe schon in vielen Bauvorhaben erlebt, dass die Architekten sich viele Gedanken gemacht haben und wenn der Holzbauer dann dazu kommt, sagt, wir machen es aber die Elementierung nicht waagerecht, sondern senkrecht oder wir machen es ganz anders. Also auf jeden Fall da. In diesem Punkt ist es wichtig, dass diese Holzbaukompetenz der Elementierung und damit auch der Fertigung und des Transports der Elemente auf die Baustelle, dass das frühzeitig jemand im gesamten Prozess sagen kann.
Was für mich zur Arbeitsvorbereitung dazugehört, ist die Planung der Montage, die wir als Arbeitsvorbereiter natürlich immer mitdenken. Eine Möglichkeit ist auch bei komplexeren Bauvorhaben, wie bei dieser Schule in Hamburg, dass wir einen kleinen Film, jetzt in dem Fall auch wieder aus Catwork, drehen, damit klar ist, wie wir uns gedacht haben, in welcher Reihenfolge das die Montage erfolgen soll, damit alle Anschlüsse entsprechend wie geplant funktionieren. Da kommen wir später noch zu. Bei BIM nennt sich das dann entsprechend 4D. Auch der Montageprozess, wie eben schon kurz angedeutet, wird erweitert durch die AR-Brille. Das heißt, wir können zum Beispiel, wenn die Wand gesetzt ist, mit einer AR-Brille sehen, wenn wir uns dann entsprechend in dem vor Ort positionieren, dass der Zimmerer auf der Baustelle sehen kann, welcher Winkel an welcher Stelle mit welchem Dübel gesetzt werden muss. Das ist eine Möglichkeit. Es ist aber auch die Möglichkeit, dass was rechts zu sehen ist. Das ist die Firma Gamma. Die haben für mittlerweile alle Smartphones entwickelt, dass man das digitale Modell auf das Smartphone überträgt. Man sich positioniert anhand von 2, 3 Punkten im Bauvorhaben und dann, dass man dann das komplette Modell auf seinem Handy hat und dann entsprechend an- und ausschalten kann. Zum Beispiel, dass man die Wände sehen kann, schaltet sich dann zusätzlich die Lüftungsanlage, die geplante Lüftungsanlage ein und kann dann sehen, ob alle Rohre durch die hoffentlich vorhandenen Öffnungen gehen oder dass in irgendeiner Wand eine Öffnung vergessen ist und dass man dann ja, entsprechend noch umplanen kann oder halt auf der Baustelle das noch Loch nachträglich herstellen muss. So, der letzte Punkt, ein ganz wichtiger Punkt, der aus meiner Sicht bei ganz vielen Bauvorhaben noch nicht ernst genommen wird, ist das Witterungsschutzkonzept, was für mich in jedem Fall zur Arbeitsvorbereitung dazugehört. Und ich mache momentan in vielen Gesprächen, aber auch bei Bauvorhaben, wo wir beteiligt sind, die Erfahrung, dass gerade die großen Projekte, die 4, 5, 7 Geschosser, eigentlich regelmäßig nass werden und immense Schäden haben. Und da gehört für mich ganz klar ein komplettes Konzept dazu, sei es mit der Arterie von ProKlima, dass zumindest hier in dem Fall die Decken alle schon mal abgedeckt sind vom Werk aus oder auf der Baustelle, aber weitergehend, dass bei großen Bauvorhaben zum Beispiel rechts zu sehen, so eine Binderkonstruktion mit einem kleinen Blechdach da drauf, dass das mit dem Gebäude wächst und den Holzbau entsprechend schützt. So, das vorletzte Kapitel zum Thema BIM will ich jetzt keinen einführenden BIM-Vortrag halten, aber sagen, was aus meiner Sicht die Kernthesen oder die Kernvorteile von BIM sind und ein bisschen erläutern in diesem und auch im letzten Kapitel, was sich da momentan tut. Die wichtigen Begriffe sind immer noch Kooperation, also eine kooperative Arbeitsmethodik ist BIM. Ein weiterer Kernpunkt ist, dass wir mit digitalen Modellen arbeiten, dass wir den Lebenszyklus betrachten und dass wir mit den Informationen und Daten konsistent umgehen. Immer noch der schönste Satz und eigentlich so das Ziel des Planens, insbesondere im Holzbau, erst komplett digital planen, also den kompletten digitalen Zwilling erstellen und dann real bauen. Und bauen heißt bei uns im Holzbau dann erst Holz bestellen oder auch wenn das im Moment sich wie ein Witz anhört, also dann erst die Bestellungen rausgehen, dann erst in die Fertigung gehen und in die Montage gehen. Vielleicht können wir das mal erreichen.
Wo steht der Holzbau, was BIM anbelangt? Wir stehen immer noch gut da, weil wir immer schon unsere eigene Werkstattplanung erstellt haben, weil wir immer ein Plan da ausführender sind, weil wir ja, so ziemlich die Ersten waren, die immer 3D geplant haben. Also ich habe, glaube ich, 1989 angefangen, 3D zu planen. Eigentlich seitdem es Hundengeranlagen als erste gab, seitdem mussten wir 3D planen. Und das macht nach wie vor Sinn. Dass der Holzbau das beim Planen, das Bauen immer mitdenkt, weil wir halt eine Maschinenfertigung haben, weil wir die Transport in die Montage mitdenken müssen, weil wir das immer wieder kombinieren. Und letzter Punkt, weil der Holzbau schon immer fachübergreifend denkt und immer schon alles koordiniert hat. Das heißt, wir stehen nach wie vor gut da, was das Thema BIM, die BIM-Methode angeht. Ich kann aber sagen, dass die anderen Planer, aber auch die anderen Gewerke aufholen. Der Vorteil von BIM aus meiner Sicht ist, dass wir verschiedene Fachmodelle haben. Das ist das, was ich eben bei dem Haustechnikplanung meinte, dass es dann zum Beispiel für jedes einzelne Gewerk, wie unten nee, links zu sehen, Elektroplanung, dass wir eine komplette 3D-Elektroplanung bekommen, dass wir eine 3D-Lüftungsplanung bekommen oder eine Heizungsplanung, die alle in das Modell reinpassen. Das heißt, es gibt ein Koordinierungsmodell, nachdem alle Aufbauten abgestimmt sind, gibt der Architekt das Koordinierungsmodell ein, das heißt, alle Wände, Dächer und Decken als Hüllkörper und dann können in diesem Koordinierungsmodell alle Fachplaner ihre eigenen Modelle einplanen und das wird dann von dem BIM-Koordinator koordiniert. Das heißt, für uns in der Arbeitsvorbereitung ist der große Vorteil, dass wir nicht mehr wie bisher, es leider immer noch der Fall ist, dass wir nicht alle Informationen bekommen, weil jeder mit jedem irgendwie ein bisschen spricht, aber die Informationen nicht an einer Stelle sind, nicht in einem Modell sind. Und rechts zu sehen, das ist das Ziel, dass es das Modell in der Mitte gibt, auf den alle Planer, alle Beteiligten, zum Beispiel auch Bauherr, vielleicht auch die Baubehörde zugreifen können. Und dass es den BIM-Koordinator gibt, der diesen ganzen Prozess koordiniert. Da sehe ich, weil wir ja schon 30, 40 Jahre Erfahrung darin haben, sehe ich in den meisten Bauvorhaben momentan noch die Rolle beim Holzbauer, wenn es ein Holzbau ist. Aber es können auch zunehmend mehr, gerade bei den großen Projekten, die Architekten übernehmen. Wenn der Holzbauplaner, wenn diese Kompetenz von Beginn an in dem ganzen Team ist. So, das bedeutet, auf der linken Seite ist zu sehen, da gibt es das Modell und das ist momentan der Stand. Der Holzbauplaner, der Arbeitsvorbereiter ist der BIM-Koordinator, der ist der BIM-Manager, der kümmert sich um alle Informationen, fügt alle zusammen und landet regelmäßig im Burnout, weil das echt keinen Spaß macht in manchen Fällen, je nachdem, welches Bauvorhaben das ist. Das könnte die Zukunft sein. Es gibt einen BIM-Koordinator, der nicht der Holzbauer sein muss. Es gibt ganz klare Regeln. Und der Holzbauplaner, der Arbeitsvorbereiter, kümmert sich um das, was ich bis jetzt eben bei diesen 16 Punkten gesagt habe. Der kümmert sich um die Elementierung. Der kümmert sich um einen Teileingabe der Hölzer. Da gibt es Abstimmung, was macht der Tragwerksplaner im Modell, was macht der Arbeitsvorbereiter im Modell. Und es wird dann entsprechend alles koordiniert. Das ist die Zukunft. Ich kann euch nicht sagen, wann die eintritt, aber erste Anzeichen sind zu sehen. Ein Thema, was zunehmend wichtiger wird, ist der gesamte Lebenszyklus des Bauens. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass das gerade in den letzten ein, zwei Jahren ein immenses Thema geworden ist, weil auf einmal alle Holzbau machen wollen, alle total nachhaltig sind und deswegen auch Holzbau machen wollen. Aber
ja, eine ganze Menge Greenwashing auch dabei ist. Auf jeden Fall ist der Lebenszyklus viel mehr in den Fokus gerückt worden, der Lebenszyklus der Gebäude, was für uns auch bedeutet, dass unser Modell, so wie es bis jetzt der Fall ist, keine Einbahnstraße mehr ist, das heißt zum Schluss beim Holzbauer bleibt, sondern dass dieses Modell auch fürs Betreiben und für Änderungen und so weiter benutzt werden wird. Auch da sind die ersten Anzeichen zu sehen. Und eine deutliche Änderung erwarte ich dadurch, dass das Modell nicht nur das Verändern des Gebäudes, das Renovieren oder zum Schluss auch das Auseinanderbauen, das Weiterverwerten der Materialien ist, sondern dass das Modell auch eine Materialdatenbank ist. Das heißt, im Modell haben wir alle Materialien hinterlegt, wir haben Informationen hinterlegt, welche Materialien wie verbaut sind. Und deswegen diese Folie von Madasta. Madasta ist eine Software, auf der man, wenn man sein Gebäude komplett geplant und gebaut hat, dieses Gebäude per IFC-Datei ablegen kann. Man muss zusätzlich aber noch Geld bezahlen, was da leider der Nachteil ist. Und dann kann man bei Banasta, bekommt man dieses Ergebnis aus der IFC-Datei mit den entsprechenden Algorithmen, die Madasta da hinterlegt hat, welche Materialien, wie viel in dem Gebäude enthalten sind, wie sie verbaut sind. Und man sieht sozusagen unten rechts den aktuellen Materialpreis seines Gebäudes. Das heißt, wenn Gebäude in Zukunft verkauft werden, wird auch darauf geguckt, womit ist das gebaut. Also das wird einen weiteren Schub für den Holzbau geben, weil das sehe ich jetzt schon, dass viele Wohnungsbaugesellschaften sagen, wir müssen jetzt auf Holzbau umsteigen, weil das einfach nachhaltiger ist und der Wert des Gebäudes steigt. Für uns als Holzbauer, als Branche, haben wir aber die Aufgabe, durch diese Entwicklung uns damit zu beschäftigen, wie kriegen wir eigentlich unsere Konstruktionen wieder vernünftig auseinandergebaut, dass sie in 60, 80, 100 Jahren wieder weiter benutzt werden können oder wenn es einen Anbau, eine Aufstockung gibt, vielleicht auch schon viel früher. Auf jeden Fall wird die 3D-Datei, die digitale Zwilling des Gebäudes, das Gebäude, das ganze Leben des Gebäudes begleiten. 4D hatten wir eben schon angesprochen, Einbindung des Bauablaufs. Es gibt auch Software, mit dem man nicht nur den Montageablauf planen kann und filmen kann oder sozusagen als Film ablaufen lassen kann, sondern es gibt auch Software, mit der man aus dem 3D-Modell auch eine komplette Maschinenbelegung, die Belegung der kompletten Multifunktionsbrücken mit hinterlegten Daten machen kann. Also auch da kann man den kompletten Fertigungsprozess simulieren als 4D. Was sicherlich notwendig ist und was immer mehr kommen wird, ist, dass wir eine 5D-Verknüpfung der Modelle haben. Das heißt, bei den großen Projekten, wo viele Beteiligte sind, gibt es mittlerweile auch Projekte, wo es gar kein Leistungsverzeichnis mehr gibt, sondern noch eine Baubeschreibung. Und zusätzlich gibt es die IFC-Datei. Es gibt keine ausgewiesenen Massen, sondern der Anbietende muss sich aus der IFC-Datei entsprechend die Flächen, die Massen rausziehen. Das ist eine Entwicklung, die wahrscheinlich auch nicht mehr zu stoppen ist, weil das den Prozess vereinfacht und weil das Modell, das IFC-Modell ehrlich ist. Das heißt, wenn man nach diesem Modell, wenn es schon komplett eingegeben ist, anbietet, dann kann man auch kaum noch Nachträge machen, wenn man halt die Aufgabe hat, nach diesem Modell genauso den realen Zwilling zu bauen. BIM bedeutet, dass wir uns mit Informationen
intensiver beschäftigen. Auf dieser Folie kann man sehen, welche Informationen eigentlich an so einer Tür alles hängen können. Das führt natürlich zu dem Problem, wenn wir in einem BIM-Modell zu jedem Objekt alle Informationen hinterlegen, dann können wir alle nicht mehr damit arbeiten, weil dann die Datei viel zu groß wird. Deswegen gibt es, mittlerweile heißt das Level of Information Need, vorher hieß das Level of Detail, das heißt, in welchem Detaillierungsgrad wird eigentlich gearbeitet, in welcher Phase des Planens. In der zweiten Zeile von oben Leistungsphase, da kann man sehen, in welcher Leistungsphase, in welcher Tiefe jetzt zum Beispiel diese Tür dargestellt werden sollte. Ganz extrem ist das bei den Sanitärelementen, wenn alle Sanitärelemente schon komplett ausmodelliert rund in einem Entwurfsmodell enthalten sind, dann kann man gar nicht weiter in dem Entwurf arbeiten mit den ganzen anderen Programmen im OpenBIM. Also das ist ein wichtiger Punkt im kompletten BIM-Prozess, dass der definiert wird, komme ich gleich noch drauf, und dass sich alle dran halten. Als Beispiel für OpenBIM, es wird oft gefragt, macht ihr BIM oder ja, wie viel BIM ist bei euch Praxis? Für mich beginnt BIM in jedem Fall dann als OpenBIM, wenn wir mit zwei verschiedenen Fachplanern in zwei verschiedenen Softwareprogrammen an einem Gebäude arbeiten und das digital austauschen und jeder für seinen Part zuständig ist. Das ist ein altes Beispiel, das haben wir 20 Jahre lang für einen Blockhaushersteller gemacht. Die haben ihre ganzen Profile in den Wänden eingegeben, waren dafür zuständig und wir waren für das Dach und die Decken zuständig und wir haben mit unterschiedlicher Software, die haben mit HSBCAD gearbeitet und wir haben mit CAD/WORK gearbeitet und wie ihr sehen könnt, sind bei uns diese Fußfetten, die auch bei dem Modell des Holzbauers zu sehen sind, das waren für uns immer die Eingabepunkte. Also das heißt, die Fetten lagen doppelt im Modell und damit war klar, dass das 100%ig zusammenpasst. Heutzutage macht man eher, dass man neben das Gebäude so einen Meter Quader setzt. Das ist dann der Einfügepunkt für alle Fachplaner. Wenn es sich um BIM handelt, das heißt, wenn ihr als Arbeitsvorbereiter oder als Holzbaubetriebsinhaber mal zum Beispiel ein Stück BIM anbieten sollt, dann ist es ganz wichtig, dass ihr diese zwei Begriffe kennt, nämlich AIA, Auftraggeber-Informationsanforderungen. Das bedeutet, dass der Bauherr, die Bauherrschaft ganz klar definiert, was sie unter BIM verstehen und warum sie nach der BIM-Methode geplant haben wollen. Also Sie müssen ganz genau definieren, was BIM in diesem einen Fall, nämlich bei diesem Bauvorhaben, bedeutet. Diese AIAs führen dann, wenn alle Fachplanungsaufträge vergeben werden, zu dem BAP, das heißt zu dem BIM-Abwicklungsplan. Der wird dann mit allen Fachplanern weitergeführt. Da ist ganz genau definiert, welche Ziele es haben, welche Beteiligten, welche Rollen haben, welche Leistungsbilder, das heißt auch an welcher Schnittstelle etwas ist. Darüber kann man auch ganz klar feststellen, wo es Planungslücken in der Vergabe gibt und wie die Qualitätskontrolle zum Beispiel digital über einen Model Checker funktionieren soll. Das kann man auch anwenden bei kleineren Bauvorhaben. Das heißt, also BIM ist aus meiner Sicht nicht nur etwas für große Projekte, für Großprojekte, für Ableistungsphase 4 oder so, Gebäudeklasse 4, sondern man kann es auch, um sich überhaupt in das Thema einzuarbeiten, mit wenigeren Beteiligten in Einfamilienhäusern oder in kleineren Mehrfamilienhäusern testen. So, das letzte Kapitel
etwas zusammengewürfelt, Tipps für eine entspanntere Arbeitsvorbereitung habe ich das genannt. Auch da fließt einiges wieder aus den Workshops ein. Ein wichtiges Resultat, nicht nur der Workshops, sondern überhaupt aller Gespräche. Man sollte ein eingespieltes Team für das Planen und Bauen ermöglichen. In öffentlichen Verfahren ist das natürlich schön gesagt, aber in jedem Fall auch da wünschenswert. Und ein wichtiges Thema, was wir bei 81.5 auch jetzt wieder nochmal konkreter angehen wollen, ist, dass wir uns mit den Kooperationen zwischen Holzbauunternehmern und Planern, zwischen Planern und Planern als Partner der AG, aber auch zwischen verschiedenen Holzbauunternehmen, aber auch in einer vertikalen Kooperation zwischen Holzbau und Massivbau beschäftigen wollen, weil die Bauvorhaben werden nicht nur auf einmal doppelt so groß, sondern deutlich größer. Von daher müssen wir uns wieder mehr mit den Kooperationen, Möglichkeiten von Kooperationen beschäftigen. Ein ganz wichtiger Punkt, eine ganz wichtige Erkenntnis aus den Workshops war, dass es für die Arbeitsvorbereitung einen Okay-Punkt geben muss. Diesen Okay-Punkt, diesen Begriff habe ich bei der Firma Baumgartenholzbau entwendet, geklaut, weil ich den ganz gut finde. Okay-Punkt heißt für die Arbeitsvorbereitung, es muss ein Ende der Architektur geben. Also unsere Aufgabe als externe Arbeitsvorbereiter ist eigentlich bei jedem, auch ein Familienhaus, bei den meisten Einfamilienhäusern, wenn der Prozess nicht vorher klar definiert ist, dass wir 2 bis 3 Tage die Architektur aufräumen müssen. Und dann können wir, aufräumen heißt, dass wir alle Aufbauten abstimmen, dass wir dann sagen, welche Zimmer größer oder kleiner werden, wie dick die Sparren werden, wenn wir dann den NF-Nachweis mit der Architektur und mit dem Schaltschutz und mit allem abgeglichen haben. Und dann ist eigentlich erst der Okay-Punkt erreicht, dass wir mit der Arbeitsvorbereitung beginnen können. Das gilt für alle Projekte, wo wir viele beteiligte Planer außerhalb des Holzbaubetriebs haben. Diesen Okay-Punkt haben wir aber auch innerhalb der Betriebe. Auch das ist in den Workshops klar geworden. Nämlich, dass die Arbeitsvorbereiter geklagt haben, dass es dass es immer noch Änderungen gibt, dass die Bemusterung noch nicht komplett abgeschlossen ist. Design Freeze heißt, dass die Architektur wirklich eingefroren ist und es keine Änderung mehr geben kann. Und erst dann kann man sagen, okay, jetzt beginne ich wirklich mit der Arbeitsvorbereitung und dann kann ich auch eine ganz klare Zeitabschätzung geben. Dann kann ich sagen, ab jetzt bin ich in 40, 50 Stunden fertig. Solange aber dieser Design Freeze noch nicht erfolgt ist, kann ich einfach nicht sagen, weil ich nicht weiß, welche Informationen bekomme ich noch, welche Änderungen bekomme ich noch, wann ich dann endgültig fertig sein kann. Das bedeutet, ein ganz wichtiger Punkt für Arbeitsvorbereiter, auch für Holzbaubetriebe, ist, dass wir das Planen planen, auch für den kompletten Prozess zwischen allen Fachplanern. Deswegen mag ich auch die BIM-Methode, weil die BIM-Methode ist eine Möglichkeit, das Planen zu planen. So, das heißt, Schnittstellen zu Nahtstellen machen bedeutet für mich, dass wir das Planen mehr als gemeinsame Aufgabe sehen. Auch das ist eine Erfahrung in den BIM-Bauvorhaben, in denen ich momentan tätig bin, dass wir mehr das Bauvorhaben als gemeinsames Projekt sehen und nicht so wie in den letzten 40 Jahren, dass wir alle gegeneinander arbeiten und nur sehen, dass wir irgendwie mit unserem Gewerk klarkommen, wobei wir als Holzbauer eigentlich immer schon die schlechteste Karte haben, weil unser Gewerk halt immer mit den anderen zusammenstößt. Es gehört ganz klar dazu, eine Absprache in den Bauvorhaben, wer macht was wann. Das frühe digitale Aufmaß habe ich nochmal wieder reingenommen, dass das auch vom Arbeitsvorbereiter gefordert wird, weil oft fangen wir an und kriegen dann, wenn wir schon mal 2 Wochen gearbeitet haben, dann plötzlich doch noch ein Aufmaß, was völlig anders aussieht als das, was wir vorher hatten.
Ein Ergebnis, ein überraschendes Ergebnis aus dem, für mich überraschende Ergebnis aus den Workshops war, den Arbeitsvorbereitern Freiheiten lassen. Das bedeutet, viele haben gesagt, die Architekten sollen bloß nicht zu viel planen, nicht zu viele Details machen, sondern die meisten Arbeitsvorbereiter haben gesagt, bezieht uns mit ein, überlasst uns einen Großteil dieser Aufgaben oder macht es besser mit uns zusammen. Interessant fand ich auch, dass viele Arbeitsvorbereiter gesagt haben, das sind diese ganzen Firmen, die als Totalunternehmer auftreten, dass die gesagt haben, wir machen erstmal die Arbeitsvorbereitung und schätzen schon mal die Statik ab. Da wollen wir auch unsere Freiheit. Und dann haben wir einen Statiker, der überprüft das noch und rechnet dann seine Statik. Also genehmigt sozusagen das, was die erfahrenen Arbeitsvorbereiter schon mal eingegeben haben. Das fand ich überraschend, weil wir als Ingenieurbüro natürlich diese Fälle nicht kennen, weil bei uns kommt dann meistens auch direkt der Auftrag für die Tragwerksplanung. Ein wichtiger Punkt, Konzentration ermöglichen. Der Arbeitsvorbereiter sollte nicht im Großraumbesitz sitzen oder nicht am Empfang sitzen, sondern in einem stillen Kämmerchen. Der sollte auch nicht ständig gerufen werden, um im Stapler irgendwelche Sachen abzuladen, sondern Arbeitsvorbereitung ist ein Job, den man ganz konzentriert angehen muss. Und da sind die Inhaber der Betriebe aufgefordert, auch dafür zu sorgen. Weil jede Störung der Konzentration kann dazu führen, dass irgendwas schief geht. Und was noch viel schlimmer ist, jede späte Änderung führt in einer größeren Wahrscheinlichkeit zu einem Fehler, als wenn alles klar ist und in einem Rutsch durchgehend die Arbeitsvorbereitung gemacht werden kann. Die richtigen Programme nutzen heißt, ich habe ja lange Jahre gehofft, dass es irgendwann mal eine Software gibt, mit der man alles machen kann, was so für die Holzbauplanung nötig ist. Bei uns im Büro ist die Tendenz eher, dass wir immer mehr Programme kaufen, als dass wir mit einem Programm arbeiten, jetzt über den kompletten Prozess, den wir begleiten. Und letzter Punkt, Parametrisierung nutzen. Das hat ganz viel mit Standardisierung zu tun. Wenn wir Standards haben, dann können wir auch, oder dann sollten wir uns die Zeit nehmen, diese Möglichkeiten in unseren Abbund- oder Cut-Programmen zu nutzen, dass wir bestimmte Vorlagen machen. Das ist immer aufwendig, da brauchen wir immer ein paar Stunden für. Aber dann haben wir über diese parametrische Hilfe die Möglichkeit, beim zweiten, dritten, vierten Bauvorhaben zunehmend schneller zu werden. Da muss dem Arbeitsvorbereiter natürlich auch die Zeit gegeben werden, dass er seine ganzen Vorlagen mal aufräumen kann. Das habe ich eben schon angesprochen. Das ist ein Bild aus der Arbeitsgruppe Großprojekte bei 81.5, die wir 2017 mal gemacht haben, wo wir einige gute Ergebnisse erzielt haben, aber dann alle so viel Arbeit hatten, dass es dann keine gemeinsame Weiterarbeit daran gab, aber es schon zunehmend mehr Kooperation zwischen den einzelnen Partnern gab. Das wollen wir nochmal auffrischen. Da wollen wir auch noch, das war eigentlich, dass wir davon ausgegangen sind, dass ein Holzbaubetrieb den Auftrag bekommt und dann Arbeitsvorbereitung, Fertigung, Montage in verschiedene Betriebe aufgeführt werden soll. Da fügen wir jetzt noch die Planer ein, weil wir ja zunehmend mehr Architekten, Ingenieure, Arbeitsvorbereiter als Partner bei 81.5 haben und die in dieser Tabelle noch gar nicht berücksichtigt sind. Also das wird jetzt in der zweiten Jahreshälfte angegangen. Bis jetzt habe ich von OpenBIM gesprochen. Ich möchte aber auch noch ein Beispiel zeigen eines Closed-BIM-Verfahrens, weil da eine ganze Menge aus meiner Sicht zukunftsweisende Ideen drin sind. Und zwar versuchen wir, das heißt Dietrich Untertrifaller Architekten als Architekten, Bollinger Grohmann als Statiker und Pause Holzbauplanung als
Arbeitsvorbereiter, als Holzbauplaner. Wir arbeiten gemeinsam in einer Software, nämlich mit Revit, mit entsprechenden zusätzlichen Tools, damit wir Holzbau eingeben können. Und wir sind mittlerweile so weit, dass wir optimistisch sind, dass wir aus diesem Modell die Anlagen ansteuern können. Also das heißt, egal welche Anlage, Stäbe oder Multifunktionsbrücken, dass wir daraus die Anlagen ansteuern können. Und zusätzlich kommt dann demnächst noch als vierter ein Haustechnikplanungsbüro dazu. Das heißt, das ist eine Möglichkeit, die wir angehen, in einem Closed-BIM-Verfahren den Holzbau zu optimieren, was für alle Beteiligten, das geht streng nach der BIM-Methode, den Vorteil hat, wir müssen keine Freigabepläne mehr machen. Wir müssen uns nicht gegenseitig kontrollieren, weil das der Model-Checker und das Programm und der BIM-Manager das macht. In diesem ganzen Zusammenhang denken wir auch die Planungsphasen anders. Das heißt, wir gehen von den Leistungsphasen weg, sondern wir machen eine Entwurfsphase und eine Planungsphase, die mit der Genehmigungsplanung vergleichbar endet. Aber wir versuchen auch schon den Holzbaubetrieb frühzeitig mit in den Planungsprozess reinzubekommen. Das heißt, wir machen eine frühzeitige Vergabe des Holzbaus als funktionale Ausschreibung oder teilfunktionale Ausschreibung. Und wir benutzen agile Planungsmethoden, also Design Thinking und Scrum als Planungsmethoden. Und das Ganze, weswegen ich das hier mit reingenommen habe, ist, dass das sehr dem Holzbau gemäß ist. Also nicht dieses lineare Plan nach der HAI, wie wir es alle gewohnt sind, sondern dass wir eine integrale Planung gemeinsam machen und dass wir das Ganze agiler machen, indem wir nämlich mit kurzen Sprints arbeiten. Zum Beispiel haben wir uns eine Woche lang um die Gebäudehülle gekümmert, schwerpunktmäßig. Und dann eine Woche später dann um die Materialität im Gebäude, alles, was da an Materialien sichtbar ist und so weiter. Und letzter Hinweis dazu, zu den agilen Planungsmethoden, was mir unheimlich gut gefällt, ist, dass wir nach der Scrum-Methode mit Dailies arbeiten oder überhaupt mit den Sprints arbeiten. Das heißt, ein Sprint dauert 1 bis 3 Wochen, je nachdem, wie groß das Thema ist. Und es gibt ein Backlog, das heißt eine Aufgabenstellung für diesen Sprint. Es gibt einen Sprintauftakt montags morgens und dann gibt es ein Daily. Und das Daily, das finde ich, das bräuchten wir bei allen Bauvorhaben, weil wir als Arbeitsvorbereiter immer darunter leiden, dass wir allen anderen Fachplanern eine Frage stellen und dann 2 Wochen nichts hören, dass die nicht mehr ans Telefon gehen und so weiter. Und wenn wir ein Daily hätten, ein Daily funktioniert so, alle Beteiligten sagen, was habe ich gestern für das Bauvorhaben getan, was habe ich heute vor für das Bauvorhaben zu tun und was brauche ich von wem, damit ich heute arbeiten kann. Und das ist unser größtes Problem als externe Arbeitsvorbereiter, dass wir 4, 5, 6 Bauvorhaben am Schreibtisch liegen haben, weil wir bei allen nicht weiterkommen, weil irgendjemand mal wieder keine Informationen liefert. Deswegen das als Gedankenanregung. Was ganz wichtig ist in dem BIM-Prozess oder überhaupt beim Planen, dass wir eine gemeinsame Plattform haben, auf der die Informationen hinterlegt sind. Es gibt also nur einen Ort der Wahrheit, und das ist diese Plattform. Und es gibt einen Ort der Wahrheit, was die geometrische Wahrheit angeht. Das ist das eine koordinierte 3D-Modell. Und nicht alle Informationen sind irgendwo abgelegt und keiner weiß, was ist eigentlich der letzte Stand. Um damit arbeiten zu können, gibt es verschiedene Datenformate, die ihr sicherlich alle kennt. Mein Tipp nur, es muss nicht immer EFC sein. Wenn es nur um Geometrie geht, kommen wir auch oft mit SAT oder STP genauso gut klar. Aber EFC ist schon das Austauschformat der Zukunft im OpenBIM. Weiterer Tipp, was wir immer machen, wir nerven alle Beteiligten, dass wir immer 3D-Dateien erfragen und fordern und bitten, damit wir
in der Zusammenarbeit auch die anderen Beteiligten mal so nach und nach dazu bekommen, dass wir 3D zusammenarbeiten und dass wir gegenüber Bauherren auch immer mehr sagen, die BIM-Methode hat für alle Beteiligten, macht für alle Beteiligten Sinn. So, dann muss ich jetzt aus der allgemeinen Präsentation mal raus. Und zwar als Beispiel für eine EFC-Datei. Moment, jetzt habe ich gerade ein Problem. So, ich hatte gerade, als ich da drauf gedrückt bin, habe ich dieses Bauvorhaben gestartet. Das ist ein aktuelles Bauvorhaben von uns, weiß nicht, 60 mal 40 Meter lang, in BIM Vision als EFC, kostenlose EFC-Viewer. Ist das innerhalb von 30 bis 60 Sekunden komplett geladen? Ich kann es mir komplett angucken, ich kann es geschossweise überprüfen, ich kann die komplette Datei überprüfen. Wenn ich das in einer der gängigen Software mache, mit denen wir als Arbeitsvorbereiter arbeiten, kann es dauern, dass dieses Bauvorhaben eine halbe bis eine Dreiviertelstunde braucht beim Einlesen, es sei denn, es klappt gar nicht, was auch ohne weiteres sein könnte. Gerd, kurzer Hinweis, wir so, sehen als die Datei noch. Als weiteres Beispiel möchte ich noch zeigen, dass wir... Moment. Gerd, ich glaube, du musst den Bildschirm, den du teilst, noch einmal verändern. Jetzt finde ich die Datei nicht. Gut, dann gehe ich zurück in die Präsentation. So, dasselbe haben wir oder in der Kommunikation mit unseren Partnern, auch mit Bauherren, haben wir die Möglichkeit mittlerweile aus CatWork, was sicherlich auch schon in anderen Upload-Programmen geht, HTML-Dateien auszulesen. Das heißt, da müssen die Bauherren noch nicht mal jetzt irgendeine Software installieren, sondern können das ganz normal über ihren Browser machen. So, jetzt kommen wir langsam zu den letzten Folien. Ein wichtiger Punkt ist, in dem kompletten Prozess Checklisten zu erstellen, Checklisten zu nutzen. Da der Hinweis, dass wir als Ergebnis der Workshops vorhaben von 185 aus, ähnlich wie den Technik-Workshop, der jedes Jahr ein- oder zweimal stattfindet, einen AV-Workshop ins Leben zu rufen. Dieser AV-Workshop wird ein zweitägiges Treffen sein, damit man auch genügend Zeit für Austausch hat. Und das erste Kernthema des ersten Workshops, der dieses Jahr im Herbst noch stattfinden soll, Termin haben wir noch nicht, ist, dass wir uns um Checklisten kümmern. Also wir haben vom Büro aus einige Checklisten, die habe ich auch als Ergebnis der Workshops den Beteiligten zugeschickt. Es gibt aber, was rechts zu sehen ist, auch noch weitere Checklisten. Das ist zum Beispiel von Holzbau Baden Checklisten, die ich da mal gefunden habe. Also das heißt, das wird Thema des ersten 185 AV-Workshops, zudem auch die anderen Beteiligten, die jetzt bei YouTube zuhören und wahrscheinlich keine 185 Partner sind, so als Schnupper Einstieg bei 185 auch teilnehmen können. Je digitaler wir werden, desto mehr frage ich mich, wie viel Zeichnung ist eigentlich noch nötig. Das heißt, also wenn wir alles eingegeben haben, können wir auch mit unseren Partnern zunehmend mehr über 3D sprechen und müssen nicht mehr zu allem und jedem eine Zeichnung machen. Aber es wird noch eine ganze Weile notwendig sein, dass wir zum Beispiel gegenüber Bauherren Freigabezeichnungen machen. Das ist jetzt ein Beispiel aus unserem Büro. Das heißt, unsere Freigabezeichnungen enthalten alle Grundrisse mit allen Türen und Fenstern, mit der entsprechenden Öffnungsrichtung, mit zum Teil Mobiliar drin, um zu erkennen, ob das alles so wie verabredet mit dem Bauherrn funktioniert.
und alle Außenansichten wieder mit der kompletten Beschreibung aller Öffnungen, aller Fenstertüren, Rollladen, Raffstores und so weiter. Vorletzter Punkt, was auch in der Arbeitsvorbereitung neu ist, dass wir, die wir jetzt seit 30 Jahren alleine verantwortlich sind für die Arbeitsvorbereitung eines Gebäudes, dass es neuerdings dann auch Partner gibt, zum Beispiel hier die Firma Tyco, die Badmodule schlüsselfertig herstellen. Und wir haben mittlerweile schon 3 Projekte gehabt, wo diese zum Einsatz kommen. Und das heißt, da haben wir dann eine Schnittstelle mit einem anderen, ja sozusagen Arbeitsvorbereiter, Planer von allen Gewerken, die für dieses Badmodul zuständig sind, wo wir dann gemeinsam an dieser Schnittstelle wieder arbeiten müssen. Das heißt, wir müssen demnächst nicht mehr alles selber machen. Meine Vision ist ja auch irgendwann, dass wir für den Holzbau zuständig sind. Aber dieser Holzbau, der jetzt hier links am Kran hängt, da sind wir dann wieder nicht zuständig, weil der schlüsselfertig auf die Baustelle kommt. Wir sind dann nur für die Schnittstelle zuständig. So, letzter Punkt, habe ich eben schon gesagt. Auf der einen Seite werden wir das Thema 81.5 das Thema Arbeitsvorbereitung weiter betreuen für die 81.5-Partner. Das heißt, Erfahrungsaustausch durch den AV-Workshop, weitere Fortbildungen und Schulungen, dass wir uns das ausdenken. Links, wir haben als Brauser Holzbauplanung unsere eigene AV-Akademie gegründet. Das heißt, das, was über 81.5 hinausgeht an Beratung oder auch an Schulungen, an Vorträgen, geht dann direkt von uns aus. So, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Das war hart, 1,5 Stunden mir zuhören. Ich übergebe jetzt an Julia, die noch auf eine andere Folie zu dieser Folie noch was sagt, und dann können wir zu den Fragen kommen. So, da bin ich wieder. Hörst du mich, Gerd? Könnt ihr mich hören? Nee. Ja. Doch? Gerd, hörst du mich auch? Weil ich glaube, ich habe noch einen ganz anderen Hinweis, Gerd, die IFC-Datei, das konnte nicht gezeigt werden. Da ist irgendwas in der Präsentation schiefgegangen. Magst du die vielleicht nochmal separat zeigen? Ja, das kann ich gerade machen. Moment, willst du erst zu dieser Folie was sagen oder hast du gesagt, weil ich gerade... Nee, hab ich noch nicht. Gut, dann machen wir das. Dann erzähl, mach das erst und dann... Genau. Ja. Dann kommt ein kurzer Werbeblock und dann zeigt Gerd nochmal die IFC-Datei. Und zwar, wir haben uns gedacht, also alle, die jetzt 81.5-Partner sind, die kennen natürlich unsere Erfahrungsaustauschgruppen. Völlig losgelöst von der 81.5 möchten wir gerne einen offenen Raum anbieten, in dem sich Arbeitsvorbereiter und Arbeitsvorbereiterinnen austauschen können. Deshalb haben wir eine Xing-Gruppe ins Leben gerufen. Nennt sich, wie könnte sie anders heißen, Arbeitsvorbereitung im Holzbau. Wir haben auch ein kleines Logo entwickelt, daran erkennt ihr die Gruppe. Und wer mag, also sowohl 81.5-Partner als auch unsere Zuschauer auf YouTube gerade, wenn ihr gerne in den Austausch gehen wollt mit anderen Arbeitsvorbereitern, wenn ihr einfach ein bisschen erzählen wollt, wie es in euren Betrieben so läuft, falls ihr Fragen habt, falls ihr mit uns der 81.5 in Kontakt bleiben wollt oder auch mit Gerd von der Brause Holzbauplanung, dann kommt gerne in die Gruppe, die ist öffentlich zugänglich. Ich bin dort Moderatorin, also mich werdet ihr an dieser Stelle auf jeden Fall wiederfinden und auch Gerd wird dort in der einen oder anderen Form vielleicht mal auftreten. Und das Wichtigste natürlich, die Präsentation von heute. Die werden wir dort in der Gruppe zum Download für alle zur Verfügung stellen. So, Werbeblock Ende. Gut, dann teile ich jetzt gerade als erstes nochmal So, jetzt solltet ihr den HTML-Viewer sehen. Julia, kannst du mir sagen, ob das der Fall ist?
Okay, Fred nickt. Das ist die Ausgabemöglichkeit aus Getwork, dass wir eine Datei als HTML ausgeben können und dann mit entweder unseren Holzbaupartnern, aber auch mit dem Bauherrn durch diese Datei, anhand dieser Datei uns das Bauvorhaben angucken können. So, dann stoppe ich das und dann gucke ich jetzt nochmal. So, und das ist die Software BIM Vision, mit der ich mir jede EFC-Datei als erstes angucke, die absolut empfehlenswert ist. Es gibt eine ganze Menge kostenlose BIM-Viewer. Ich arbeite am liebsten mit dieser. Also das als zweiter Tipp. Kostet nichts, könnt ihr euch runterladen, ist eine super Software. Gut, dann, Julia, gibt es Fragen? Es gab Fragen. Ja, es gibt Fragen. Wir haben Schön. auf jeden Fall eine Frage von Lars. Der hat gefragt, ob eine Werkstattplanung umfangreicher als eine Werkplanung ist. Die unterscheiden sich komplett. Also oft die Werkplanung ist die Ausführungsplanung des Architekten oder des Ingenieurs, das heißt die Leistungsphase 5 nach HOAI. Das ist komplett in der HOAI beschrieben, was die Architekten und Ingenieure in dieser Phase leisten sollen, müssen. Die Werkstattplanung ist das, was der Arbeitsvorbereiter theoretisch macht, um seine Werkstatt zu betreuen, anzusteuern, das heißt seine Maschinen anzusteuern, seine Fertigungs- und Montagepläne zu machen. Das ist die Werkstattplanung. Nur in der Regel ist es so, das dürfte jetzt die letzten 90 Minuten ja klar geworden sein, dass wir weitaus mehr machen als eine reine Werkstattplanung. Aber von der Begrifflichkeit, von der rechtlichen Begrifflichkeit ist die Werkstattplanung das, was wir intern für unsere eigene Produktion machen. Und nach außen müssen wir die nur abgeben, wenn vertraglich vereinbart ist, dass der Architekt die überprüft oder dass zum Beispiel der Prüfstatiker alle Produktionspläne sehen will. Dann müssen wir sie nach außen geben. Aber in erster Linie ist es was für den internen Prozess. Letzter Hinweis noch, ein Holzbaubetrieb, der kein Ingenieurbüro dabei hat, also nicht zusätzlich ein Ingenieurbüro ist, der kann sich nur für die Werkstattplanung, er kann sich gar nicht versichern, weil die eigene Planung kann man nicht versichern. Er kann sich, aber das ist das Wichtige, kann sich nicht gegen Fehler in einer Werkplanung versichern, weil er dafür gar nicht zuständig ist. Das heißt, man muss als Arbeitsvorbereiter, aber auch als Holzbauunternehmer aufpassen, welche Planungsleistungen man macht. Und wenn man Planungsleistungen übernimmt, sollte man zusätzlich ein Ingenieur- oder ein Architekturbüro gründen, damit man das deutlich getrennt hat. Dann haben wir noch ein, es ist keine Frage, es ist mehr ein Statement von Ansgar. Ich lese das einfach mal vor und dann kannst du ja vielleicht nochmal kommentieren, Gerd. Ja. Ansgar hat geschrieben: Ich finde, die meisten Holzbauer übernehmen durch ihre Arbeitsvorbereitung sehr viel Verantwortung, insbesondere des Architekten und des Statikers, die ihnen gar nicht bewusst ist. Hier wäre mehr Selbstbewusstsein der Holzbauer erforderlich, um die Dinge auch entsprechend einzufordern. Ja, bin ich derselben Meinung. Also das, was ich gerade schon mal zur Versicherung gesagt hatte, das gilt ja, dass wir als Holzbauer Aufgaben übernehmen. Wenn es schief geht, müssen wir dafür bezahlen. Auf der anderen Seite ist es auch so, deswegen auch in dem Vortrag zumindest die eine Seite Auszug aus der Musterverordnung. Es ist nicht unsere Aufgabe, es ist Aufgabe des Architekten, des Entwurfverfassers, dass er dafür sorgt, dass alle Fachplaner ihre Fachplanungen so weit planen, dass wir damit arbeiten können als Arbeitsvorbereiter. Ich sehe ein, dass im Holzbau das nicht funktionieren kann, also zu 100% funktionieren kann, weil wir halt andere Prozesse, andere Abläufe haben. Deswegen ist es wichtig, dass wir die Prozesse auch ändern.
dass diese Holzbaukompetenz auch frühzeitig durch den Holzbauingenieur, Holzbauplaner, Holzbaubetrieb, wie auch immer, schon ab frühen Phasen dabei ist, aber dann auch wieder nur berät in dem Bereich, was unsere Kompetenz ist in dem Fall, nämlich das, was der Holzbau macht. Montieren, transportieren, fertigen, Arbeitsvorbereitung. Aber nicht berät zu jedem Thema. Auf jeden Fall nicht verantwortlich berät, kann höchstens noch ein paar Tipps geben. Aber da stimme ich Ansgar zu. Wir nehmen, weil es einfach so üblich ist, weil es schon immer so war, übernehmen wir diese ganzen Aufgaben. Wir haben es auch Jahrzehnte kostenlos gemacht. Mittlerweile kriegen die Holzbauer ja mehr und mehr Geld dafür, weil es auch in den Leistungsverzeichnissen mittlerweile auftaucht, aber noch nicht alles und auch nicht kostendeckend. Aber auf jeden Fall müssen wir da aufpassen, sondern die Ingenieurleistungen sollten bei den Ingenieuren bleiben. Gibt es dazu noch weitere Wortmeldungen? Ihr dürft jetzt auch sprechen. Ansonsten hätte ich nämlich noch eine kleine Überraschung vorbereitet. Gerd, davon weißt du auch nichts. Ich dachte, das bietet sich vielleicht noch an. Ich habe nämlich ein kleines Mentimeter angelegt. Das kennen einige von euch bestimmt schon. Das ist im Endeffekt eine anonyme Umfrage, ein anonymes Umfragetool. Ich poste euch hier in den Chat einmal den Link. Falls ihr von einem Smartphone aus teilnehmen wollt, geht ihr einfach auf www.menti.com und gebt den Code ein, den ich jetzt auch in den Chat gepostet habe. Und da habe ich eine kleine Folie vorbereitet, um vielleicht Gerd auch noch ein bisschen Feedback zu geben zu seinem Vortrag heute. Dort auf der Folie könnt ihr eingeben in drei kurzen Stichworten, was euch von dem Vortrag heute am meisten im Gedächtnis geblieben ist. Und dann warten wir jetzt mal kurz. Vielleicht auch noch der Hinweis an die Zuschauer von YouTube. Ihr könnt natürlich auch teilnehmen. Auch euch sende ich den Code in den Chat. Geht dazu einfach auf www.menti.com. Und dann schaue ich gleich mal, ob da was passiert. Ja, das sieht gut aus. Ich präsentiere mal eben. Und teile meinen Bildschirm mit euch. So. Jetzt. Bin ich jetzt rausgeflogen? Nee. Ja, aber es ist zu sehen, wobei das Zoom unerwartet beendet steht. Ja. Deswegen können wir das Ergebnis noch nicht sehen. Ich versuche es nochmal neu. Ich bin halt insgesamt schon dreimal rausgeflogen aus dem, Raum. Ich weiß nicht, was heute. Nee, jetzt hat es gar nicht geklappt. Hörst jetzt du mich? Jetzt. Bin ich wieder da? Ja. Einmal versuche ich es noch, ansonsten lese ich vor. Ja, jetzt. Jetzt. So. Schau mal, Gerd. Burnout. Was möchtest du dazu noch sagen? da kann ich noch was zu sagen zu dem Thema Burnout. Ich habe diesen Vortrag letzte Woche vor den Kollegen im Büro gehalten. Und da war die erste Reaktion von mehreren Arbeitsvorbereitern, die schon seit 10, 15 Jahren bei uns arbeiten, dass ich alles viel zu optimistisch und viel zu positiv dargestellt hätte. Das liegt aber unter anderem daran, dass wir als externe Arbeitsvorbereiter natürlich in ständig neuen Konstellationen bei vielen Projekten sind und wirklich diese ganzen Probleme erfahren. Deswegen war es mir auch so wichtig zu zeigen, dass viele Holzbauunternehmen, die als Totalunternehmer auftreten, natürlich viele dieser Burnout-Gefährdung ihrer Mitarbeiter
dadurch abschwächen. Das ist sicherlich positiv. Es ist negativ für die Architekten oder die Ingenieure, dass die Holzbauer einen Großteil der Arbeit denen abgenommen haben. Aber deswegen ist dieses Thema Burnout für die externen Arbeitsvorbereiter ein ganz wichtiges, wo wir uns in der Firma regelmäßig mit beschäftigen müssen. Ich sehe da jetzt gerade auch noch einen Punkt, zu dem ich gerne auch noch was sagen möchte, war leider nicht von Anfang an dabei. Sollte das vermutlich heißen, das ist gar kein Problem. Durch den YouTube-Livestream wurde das Ganze aufgezeichnet, wird auf unserem YouTube-Kanal auch abgespeichert. Also ihr könnt euch den kompletten Vortrag jederzeit nochmal angucken. Und einer der Teilnehmer hat auch die Xing-Gruppe noch erwähnt. Das freut mich natürlich besonders. Also schaut da im Anschluss gerne direkt schon vorbei. Einfach auf Xing nach Arbeitsvorbereitung im Holzbau suchen. Dann findet ihr die Gruppe auf jeden Fall und könnt dort in einen weiteren Austausch gehen. So. Ich würde noch gerade sagen, die PDF von dem Vortrag machen wir morgen fertig. Das heißt, morgen im Laufe des Tages ist die dann bei Xing hinterlegt. Genau. Ja. Okay. Dann sind wir verdammt gut in der Zeit. Falls es jetzt keine weiteren Fragen, Anmerkungen, ganz andere Themen gibt, was glaubt ihr, wie geht das Spiel heute Abend aus? Einmal Tipps abgeben. So eine 81-5-Tipp-Runde wäre doch auch was gewesen. Das ist mir jetzt erst eingefallen. Nee, dann würde ich nämlich sagen, wir schmeißen uns gleich alle ins Trikot. Also ich werde das zumindest tun. Und dann danke dir, lieber Gerd. Danke allen Teilnehmern hier bei Zoom, auf YouTube. Wir hatten bei YouTube zwischenzeitlich 40 Zuschauer, was mich sehr freut. Also das spricht auch einfach dafür, dass das Thema durchaus auf Interesse stößt. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, bis zum nächsten Mal und habt noch einen schönen Abend. Ich bedanke mich auch für das ausdauernde Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Okay, tschüss.